Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Blamieren oder Kassieren. Wir sind am Start mit dem zweiten Team, nachdem wir letztens die erste Episode mit dem FC Ingolstadt ja nicht beschritten haben, sondern mit dem SV Darmstadt 98. Das war das zweitschwächste in Anführungsstrichen Team ja, der Bundesliga am Start. Und zwar die eben erwähnten Ingolstädter. Die Schanzer der FC Ingolstadt ist heute unser Team, mit dem wir spielen müssen und mit dem wir versuchen werden, den Pokal für uns ja, bzw. in unserem Besitz zu bringen. Wird auf jeden Fall eine interessante Aufgabe werden, wenn es euch gefällt. Wenn ihr Fan des FC Ingolstadt seid, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nicht wisst, was Blamieren oder Kassieren ist, schaut in der Pilot-Episode vorbei. Die ist in der Playlist natürlich drin. Könnt ihr auf jeden Fall mal machen. Lohnt sich, wenn ihr es nicht wisst, weil ansonsten ist es vielleicht ein bisschen kompliziert. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und natürlich, ihr wisst Bescheid, es geht darum, welches Team am Ende die meisten Likes hat. Das kriegt nochmal einen extra Bonus oben drauf. Dementsprechend lasst, wenn ihr den FC Ingolstadt mögt, einen Daumen nach oben da. Dislike werden nicht gewertet, aber könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr Ingolstadt über alles hasst, würde ich aber nicht empfehlen, weil das bringt irgendwie nicht wirklich was. So, wir starten durch und zwar mit der Vorstellung des Teams und das sieht heute folgendermaßen aus. Wir haben eine 4-3-3-Formation, ein Goldspieler und sonst, ja, nur Silberspieler im Tor. Ihr könnt es euch schon erahnen, haben wir Nyland, denn der ist selten und ist Norweger. Innenverteidigung, ihr seht es gerade noch nicht, aber ich kann es euch schon mal sagen, sind Roman Bregeri und natürlich Kollege Marvin Martip. Rechte Seite haben wir dann den Kollegen Dani da Costa, auf der linken Seite Danilo So. Soares im Zentralmittelfeld, Roger zusammen mit Alfredo Morales und Pascal Groß und die offensive Dreierreihe mit Stefan Lex, Hinterseher, dem Lukas und auf der linken Seite Matthew Lecky. Sehr, sehr starkes Team, gerade Lecky ein unglaublich genialer Spieler, so ein bisschen der silberne Ronaldo. Ob er es auch in die Tat umsetzen kann, werden wir heute sehen. Natürlich aber auch auf der Bank ein paar Spieler und zwar ganze drei an der Zahl und die vier bereits genannten Bronzespieler, die jedes Mal aufs Neue dabei sein werden. Auf der Bank sitzen übrigens der ehemalige Paderborner Elias Kachunga, dazu noch Almon Cohen und der Neuzugang der Ingolstadter Kollege Lescano. 78 Tempo, 68 Dribbling. Sieht nicht so stark aus, aber als Neuzugang wollte ich ihn einfach mal mit reinnehmen. Ihr seht es hier, wir sind im Pokal im Turnierbaum in der ersten Partie und suchen eine Spielsitzung, suchen dementsprechend einen Gegner. Wir spielen heute, das kann ich auch schon mal sagen, in den traditionellen Trikots des FC Ingolstadt, denn die sehen richtig, richtig gut aus. Und der erste Gegner, ja scheiße, sieht schon mal richtig stark aus. Wir haben Fraser Forster in Form zusammen mit Koscielny in Form, Payet in Form, Sandika Sorla in Form, Riyad Mahrez in Form und Raheem Sterling in Form, dazu noch Azpilicueta, Otamendi, Hector Bellerin, ja, Torre und ja, Sergio Kun Agüero, erster Fallrückzieher, Versuch von Lukas Hinterseher, da wollte er direkt mal die 75.000 Coins, beziehungsweise ne, die 75.000 Euro, 85.000 Euro sind es glaube ich sogar, raushauen, schafft es aber nicht. Dann hier die ersten Patzer, beziehungsweise Unsicherheiten in der Defensive von unserem Keeper Nyland und das wird sogar noch schlimmer. Allerdings, naja, hier ist mal ein abgeblockter Schuss, da geht Bregeri klasse dazwischen und ich glaube jetzt kommt der nächste Angriff von uns, Stefan Lex mit der Flanke auf Matthew Lecky, der versucht es, aber schafft es nicht, den mal im Tor unterzubringen. Das wären nochmal ein paar ja, Münzen mehr, Cash mehr gewesen, aber soll wohl hier erstmal nicht sein. Dann ganz, ganz schwaches Defensivverhalten und ein Schussversuch von Santi Cazorla und der geht an die Latte. Das war ganz, ganz eng. Es sah so aus, als ob der Gegner deutlich über uns war und ich kann euch sagen, er war auch deutlich stärker als wir und dementsprechend war der in der Offensive immer deutlich aktiver und hatte mehr Chancen. Wir waren in der Offensive eigentlich gar nicht aktiv. Sergio Kun Agüero hier gegen Kollege Nyland. Kollege ist irgendwie gerade mein Lieblings. Ich weiß nicht warum, klasse Parade von unserem Norweger in unserem Kasten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, selten mal mit Chancen. Hier ein Schussversuch von Roger, aber doch deutlich am Tor vorbei nach 60 Minuten. Dann Raheem Sterling ist zu schnell für die Defensive, eigentlich schon getackelt, kann sich dann durchsetzen, macht das 1:0. 70 Minuten rum. Es sieht so aus, als ob wir mit Ingolstadt den zweiten Versuch brauchen würden und in der ersten Runde bereits rausflögen. Das wäre natürlich alles andere als schön. Allerdings versuchen wir natürlich jetzt alles nach vorne zu werfen und irgendwie den Ausgleichstreffer zu erzwingen. Es ging aber erstmal schlecht weiter für uns. Sergio Kun Agüero. Ja, hier gut geklärt erstmal von Martip. Allerdings gibt es den anschließenden Eckball und der wird kurz ausgeführt von Santi Cazorla, beziehungsweise lang ausgeführt auf Koscielny. Gerade noch so geklärt und dann kommt Riyad Mahrez auf Dimitri Payet und wieder ist ja, Nyland da, hält diesen Ball gut fest und hält uns so im Spiel. 90. Minute, das ist Alfredo Morales. Aber der Schuss mit seinem linken Fuß geht am Kasten vorbei. Jetzt gehen wir in die Nachspielzeit und nochmal ja, ist unser Gegner am Start mit Raheem Sterling. Versucht's aber Nyland mit einer klasse Parade und irgendwie schaffen wir es, dass dieser Ball nicht reingeht und kommen sogar noch einmal nach vorne. Roger mit dem Ball auf Pascal Groß, der auf Morales. Morales im 16:1:1. 90. Minute der Ausgleichstreffer und damit nochmal ein paar, ja, ich wollte wieder Coins sagen, aber ein bisschen Cash auf dem Konto des FC Ingolstadt. Sehr, sehr gut bekommen, ja, an sich schon mal als zweitmarktwertiges Team 850.000 dazu und jetzt haben wir tatsächlich schon mal 900.000 zusammen, genauso viel wie Darmstadt. Also allein durch Bonus und dann
ja, war es wieder vorbei bei Max. Ein Aussetzer, nervlich, und wir kriegen den Elfmeter gegen uns. Aguero mit dem Tor gegen Nyland. 2:1, anders hätte ich ihn nicht stoppen können. Der Ball in der Kurzecke wäre sowieso drin gewesen, weil Nierpost OP ist. Andere Seite, das ist Kachunga, geht hier durch, wird ein bisschen geschoben und gefoult, gilt aber den Elfmeter nicht. Und auf der anderen Seite wiederum am Brejeri gleich im Vordergrund. Aguero, Brejeri. Ja, klasse Eigentor. Wir werden leider auch nochmal sehen, das war einzig und allein wieder ein FIFA-Bug, denn das Ding hätte niemals reingehen müssen. Nyland hätte einfach nur seine Arme nach unten bewegen müssen und das Ding wäre raus gewesen, hätte in Hand nehmen dürfen. Er macht es aber nicht und dementsprechend hier Brejeri, zack, nochmal schön vorbei mit dem rechten Fuß an Nyland und es steht ja 3:1. Ging natürlich weiter, Cuadrado legt quer auf Yaya Touré und der macht das 4:1, 105. Minute. Ich hatte natürlich auch keinen Bock mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe alles nach vorne geworfen, total Angriff, um wenigstens noch ein bisschen Cash rauszukriegen, aber nicht mal das sollte mir gelingen, denn natürlich ist Fraser Forster da und verhindert diese Chance von Matthew Lecky. Es sollte einfach nicht sein und es ging nur noch schlimmer weiter. Ball auf Aguero und der, nein, es war Cuadrado und der macht das 5:1 in der 114. Minute. Es sieht ganz, ganz schlecht aus. Ich glaube, dass wir das nicht mehr schaffen werden. Nicht mehr der Einzug in die nächste Runde. Nochmal ein Ball auf Marquisio. Nyland rutscht vorbei. Klasse gemacht und dementsprechend kann der Italiener vollenden und zwar zum 6:1 in der 118. Minute richtig aufs Korn genommen wurden wir hier. Allerdings passiert dann was Lustiges und jetzt brauche ich eure Meinung. Natürlich könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, aber an sich ist relativ klar, was wir machen werden. Wir schauen es uns gleich mal an, was passiert ist. Und zwar gibt es den Anstoß und dann hier der Spielabbruch. Die Verbindung mit dem Gegner wurde unterbrochen, das war nicht von mir. Der Gegner ist rausgeflogen und dementsprechend haben wir effektiv keine Niederlage und sind effektiv auch nicht aus dem Pokal rausgeflogen, obwohl wir 6:1 zurücklagen. Die Frage von mir an euch ist jetzt: Geben wir Ingolstadt noch einen zweiten ersten Versuch oder benutzen wir gleich den zweiten? Ich denke mal, dass wir den zweiten benutzen, ist ganz klar. Mit dem zweiten ersten Versuch wäre der Unterschied, dass wir nicht 3 Spieler downgraden müssten für die 3 Runden, in denen wir nicht drin waren, also Viertelfinale, Halbfinale, Finale. In der zweiten Runde müssten wir das machen und hätten nur noch diesen zweiten Versuch. Andererseits, wenn wir es so machen, wie ich es gerade vorgeschlagen habe, mit dem zweiten ersten Versuch, hätten wir noch 2 Versuche mit Ingolstadt. Und das wäre irgendwo auch logisch, weil wir haben dieses Spiel nicht verloren. Aber schreibt es mir in die Kommentare, vielleicht seid ihr auch Ingolstadt-Hater und wollt es deswegen nicht. Es ist im Endeffekt eure Entscheidung. Lasst einen Daumen nach oben, damit das Video gefallen hat. Ich werde übrigens Kommentare reinschreiben. Zweiter erster Versuch oder nur zweiter Versuch. Und der mit dem meistgelikten am Ende, ja, der wird es dann im Endeffekt werden. Das wird über die nächste Episode entscheiden. Das war's von dieser Episode. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Schau bei Footy vorbei. Danke für den Thumbnail an dich, Digga. Link ist in der Videobeschreibung zum besten Designer auf ganz YouTube. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.